So, liebe Zuschauer, jetzt bin ich via Internet verbunden mit Ulrich Bogun. Ulrich Bogun ist ein Nutzer des Cosmic Transformer. Ihn wollte ich einmal fragen, wie das Ganze bei ihm funktioniert und was sich da verändert hat. Hallo Ulrich, schön, dass ich mit dir reden kann. Hallo, guten Morgen, freue mich auch. Ulrich, Cosmic Transformer ist unser Thema. Wie bist du überhaupt auf dieses System gekommen? Wie hast du denn davon erfahren? Eigentlich gar nicht, also eigentlich nur über Anton. Das war für mich eine Zeit, ich hatte mich von meiner Frau getrennt und hatte irgendwie den Eindruck, ich bräuchte so ein bisschen Unterstützung mal. Und ich weiß nicht, wie es genau passiert ist. Über eine der üblichen Zeitschriften bin ich über eine Annonce von Anton gestolpert und dachte, der klingt mir richtig und war als Klient bei ihm. Und im Rahmen der, wenn man es Behandlung nennen will, bei Anton hat er mir auch empfohlen, den Transformer auszuprobieren. Das war noch damals das alte Modell und das hatte ich dann in meiner Wohnung installiert. Das die edelstahlummantelte Version. Nee, die war noch völlig aus Plastik. Oh, ganz am Anfang schon. Revision 1. Ja. Das heißt, bei dir war die Befindlichkeit eher eine psychische Belastung, die durch persönliche Thematiken kam. Du hast gerade von Trennung von der Frau gesprochen. Das heißt, es war so ein Belastungszustand da, der dein ganzes System durcheinander bringt. Ich kenne das auch. Wenn der Stress groß wird, gibt es ja viele Punkte. Wie hast du das dann wahrgenommen, als du den Cosmic Transformer bei dir installiert hattest? Es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wenn man gleichzeitig Behandlung hat, was wirklich aus welcher Ecke jetzt kommt, also wer ursächlich verantwortlich ist. Damals war es so, dass ich merkte, ich fühlte mich einfach ein Stück wohler in der Wohnung. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe seit einiger Zeit oder noch nicht allzu lange jetzt den neuen Transformer, die goldene Version. Und kann, glaube ich, weitaus mehr darüber sagen, weil ich da mehr wirklich bemerke. Ja. Die alte Erinnerung ist schon so ein bisschen weg. Ich hatte den zwar immer noch installiert bei mir, aber das war schon fast zur Gewohnheit geworden. Und ich muss sagen, dass ich hier in einem Haus sitze, wo wir ungefähr 30 WLAN-Stationen haben, die einstrahlen. Wow. Nicht jeder ist elektrosensibel. Ich merke das schon. Ich kann nicht gut mit dem Handy telefonieren beispielsweise. Und hatte konstant auch mit der alten Version immer so ein klein bisschen Kopfdruck. Und das war eine der ersten Sachen, die mir jetzt aufgefallen ist mit dem neuen Transformer. Der ist wirklich schlagartig verschwunden. Das heißt, also ich fühle mich in der Tat weniger belastet von dem ganzen Elektrosmog um mich rum. Ich arbeite nur auch mit Computern und bin entsprechend hier ziemlich eingebaut von diversen elektrischen Feldern oder elektromagnetischen Feldern. Das macht mir wirklich weitaus weniger bis gar nichts mehr aus. Also ich fühle mich hier nicht mehr irgendwie belastet in dem Sinne. Wie ist dein Schlaf? Wie schläfst du? Recht ordentlich, erstaunlicherweise. Ich hatte lange Zeit, das ist ein gutes Thema, ist mir gar nicht aufgefallen, ich hatte lange Zeit wirklich große Schlafprobleme. Also eingeschlafen manchmal erst um 3, 4 Uhr morgens und dementsprechend schlecht aus dem Bett gekommen. Momentan werde ich, was mir eigentlich überhaupt nicht gefällt, immer noch wach, bevor die Sonne aufgeht. Eigentlich viel zu früh für mein Empfinden. Aber ich schlafe schnell ein, durch und fühle mich erfrischt. Und vielen Dank fürs Stichwort. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das kann ich bestätigen, denn natürlich teste ich die Dinge auch, die uns angetragen werden. Und habe in einem Bereich, wo ich mich relativ häufig aufhalte, den Cosmic Transformer ebenfalls installiert und mache das ja immer im Wechsel, die verschiedenen Systeme. Und ich schlafe eh immer gut, aber seit er drin ist, ist mir auch aufgefallen, wenn ich so rechtzeitig zu Hause bin, meistens brauche ich zwischen Heimkommen und bis ich dann so bettfertig bin, eine Stunde ungefähr, alles in Ruhe und merke dann auch, 10, 11 Uhr gehe ich ins Bett, buff, und schlafe sofort ein. Und gleiches Thema, ich wache morgens auf, 6:30, 7, so immer in der Zeit. Aber bin voll fit. Wie fühlst du dich? Ja, ich werde wach und bin wach. Und das ist eigentlich eine ungewöhnliche Sache für mich, weil normalerweise werde ich wach und brauche 3 Stunden und 2 Kannen Tee. Der ist jetzt zwar auch gerade hier neben mir, ja, sehr, sehr gute Stichworte nach wie vor, weil ich hatte noch gar nicht über diesen Aspekt nachgeschaut. Ich bin wach.
Komische Sache, aber ja, ich glaube, das kann man gut darauf zurückführen. Weil da habe ich auch mit anderen Menschen, wo wir den Test machen, wo wir es einfach einbringen, gar nichts dazu sagen, kriege ich zwei Rückmeldungen immer. Sie fühlen sich fitter. Also die eine Frau sagt mir, ich bin viel konzentrierter beim Arbeiten tagsüber. Sie arbeitet auch zu Hause und hat den Transformer auch zu Hause installiert, also Homeoffice-mäßig. Und sagt das Gleiche mit dem Schlafen. Sie schläft viel tiefer und fühlt sich viel entspannter und erholter, wenn sie morgens aufwacht. Was mir am meisten aufgefallen ist eigentlich, ist, ich hatte immer hier so ein, und ich kann gar nicht beschreiben, woher es eigentlich kam, so ein latentes Gefühl des Unwohlseins und konnte mich ganz schnell in negative Gedanken oder leicht bedrohliche Gedanken. Wenn man selbstständig ist, dann kennt man das wahrscheinlich gut. Die nächste Rechnung ist fällig oder sonst Ja, was. ja. Also ich konnte mich in alle möglichen kleineren Ängstzustände ganz, ganz einfach reinbegeben. Ja. Das ist, seitdem ich den neuen Transformer installiert habe, wirklich komplett abgestellt. Also das klingt fast wie ein komisches Testimonial, wo man irgendwelche unglaublichen Sachen verkaufen will, aber es ist in der Tat so. Also dieses leichte latente Bedrohungsgefühl ist für mich komplett verschwunden. Ich fühle mich hier eher, naja, wie man sich eigentlich in der Wohnung fühlen sollte und nicht wie unter dauerndem Druck. Das heißt, entspanntes Gefühl, Wohlfühlgefühl ist da, der Kopfdruck ist weg, der Schlaf ist gut. Also ich meine, wenn man das alleine zusammentut, das ist ja schon, sage ich mal, 50% des Wohlbefindens, wenn einfach gerade Schlaf, der Mensch, Schlaf ist für uns die beste Erholung, die beste Art, uns wieder aufzustellen, uns wieder zurückzuholen in unsere Kraft. Wenn ein anderer dich fragt oder die Zuschauer hören da natürlich jetzt gespannt zu, kannst du dieses Thema Cosmic Transformer empfehlen? Ich würde es also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, inwiefern man Allgemeingültigkeit daraus ziehen kann, aber aus persönlicher Warte absolut, ja. Das ist immer das, wo ich sage, für uns wichtig, wenn ein Nutzer, der mit dem ganzen Thema, außer dass er es benutzt, nichts zu tun hat, seine Informationen, seine Erkenntnisse und Gefühle, die er dabei hat, weitergibt. Das hilft unseren Zuschauern sehr. Ulrich, ich sage vielen Dank für das kurze Interview, wünsche alles, alles Gute und natürlich weiterhin guten Schlaf, gute Konzentration, gute Geschäfte in Berlin. Vielen Dank. Alles Gute. Liebe Zuschauer, Danke, das dir auch. war ein weiteres Testimonien, wo es darum geht, festzustellen, ob diese Systeme, wir sind alle keine Elektronikfachleute oder Messspezialisten, die alle möglichen Schwingungen und Frequenzen da rausfiltern und schauen können, was die mit uns machen. Sage ich immer, brauche ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie mein Motor wirklich funktioniert. Ich fahre das Auto, also muss ich das auch gar nicht wissen. Ich muss wissen, dass elektromagnetische Schwingungen für unsere Zellen nicht das Optimum sind. Wir machen noch ein zweites Interview und dann bin ich gleich wieder für Sie da. Hallo, liebe Zuschauer, wie eben angekündigt, das zweite Interview. Wir sprechen jetzt mit Martin Kombleuer. Martin Kombleuer kommt aus Österreich und hat dort eine Praxis. Hallo Martin, schön, dass ich mit dir reden kann. Hallo Norbert, grüß dich. Martin, du bist Therapeut in Österreich. Wie bist du an das Thema Cosmic Transformer gekommen? Wo hast du es erfahren, dass es so etwas gibt? Ja, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe mittlerweile eine sehr gut 20-jährige Praxiserfahrung und meine Grundausbildung war damals in Österreich der Heilmasseur und der medizinische Masseur. Mir war dann gleich bewusst, das ist mir alles ein bisschen zu wenig, diese klassischen Behandlungen mit den Massagen und Fußreflexzonen, Wärme- und Kältebehandlungen. Habe mich dann auf der Suche gemacht nach was anderem und bin dann damals auf einen Workshop gestoßen. Ich kann mich erinnern, der hat den Titel getragen: Dein wichtigstes Arbeitsinstrument sind deine Hände. Das war dann so für mich damals der Startschuss zu der, sage ich mal, energetischen Ausbildung. Und habe dann auch einige Fortbildungen im In- und Ausland gemacht. Und eines Tages dann hat mir eine sehr, sehr gute Freundin gesagt: Martin, kommendes Wochenende ist ein ganz ein tolles Seminar in Wien. Da musst du unbedingt hin. Da kommt einer aus Berlin, der stellt da seine Heilmethode vor und das ist was für dich. Habe das auch dann auch also gemacht. Ich bin nach Wien gereist und damals eben der Vortragende war der Anton Neumann.
wir waren dann sofort eigentlich auf einer Wellenlänge und hatten auch nach dem Seminar ständig Kontakt. Anton war dann auch so freundlich, der hat mich in die Methode der Radionik eingewiesen, habe mir dann damals auch so ein Gerät dann gleich mal zugelegt. Und seitdem sind wir eigentlich ständig im Kontakt und tauschen uns ja unsere Erfahrungen aus. Ich habe dann auch noch in Deutschland den Heilpraktiker, die Heilpraktiker-Ausbildung nachgemacht und arbeite heute annähernd gleich wie der Anton Neumann. Das hört man natürlich gerne, wenn es da Zusammenarbeit gibt, gemeinsame Weiterentwicklung und ähnliche Dinge. Was war denn für dich der Grund, dich damit zu beschäftigen? Hattest du irgendwelche Befindlichkeiten, Körperreaktionen, irgendwas, dass du gesagt hast, ich muss in der Richtung irgendwas tun? Ja, gar nicht jetzt von mir persönlich, sondern eben aus meinem Praxisalltag heraus. Ich habe damals den Anton eben angerufen, Anton, ihr habt da ein bisschen ein Problem. Mit meinen Behandlungen kommt da immer recht gut weiter, aber es war immer so ein bisschen ein Rückschlag bei den Patienten zu verzeichnen. Die waren eine Woche nicht im Land oder sind eine Woche später als wieder zum nächsten Termin gekommen. Und dann habe ich oft ein bisschen so einen Rückfall messen können, beziehungsweise oft hat die Durchschlagskraft von der Behandlung gefehlt. Und dann habe ich Anton darauf angesprochen und gesagt, Anton, was kann das sein? Und der hat dann ganz klar gesagt, hey Martin, das ist diese Verbohlung von den Häusern. Die sind vom Elektrizitätswerk schon meistens falsch angeschlossen, verbohlt und da baut sich eben dieses linksdrehende Feld auf, dieses Krankmachende. Und dann kommen ja noch diese Umwelteinflüsse dazu, Handymasten, Strommasten bis hin zu der Satellitenstrahlung. Ich kann mich dann sogar erinnern an einen Workshop, da hat ein Professor, ein Wissenschaftler, ich weiß den Namen gar nicht mehr, aber er hat damals erwähnt, diese Satellitenstrahlung, wenn man diese sichtbar machen könnte, wäre es am Tag dunkel. Und dass das einen Einfluss auf unseren Körper hat, glaube ich, kann man sich vorstellen. Und es hängen ja so einige Tausend über uns am Himmel, die alles Mögliche machen, was Eben. Wir wissen oder auch nicht. Genau. Und die Tendenz ist eher steigend in die Richtung. Richtig, richtig, ja. Und diese Belastung. Der Anton hat mir dann gesagt, du Martin, gut, ich bin da gerade dran bei einem Projekt, ich entwickle da gerade so ein Gerät, das genau dieser Thematik dann entgegenwirkt. Und das war damals eben der Startschuss zu diesem Cosmic Transformer. Genau. Diese Thematik Cosmic Transformer, als du die bei dir eingesetzt hast, hast du es nur in der Praxis oder auch im privaten Bereich? Sowohl als auch. Also mittlerweile tue ich ohne den Transformer gar nichts mehr. Ich nehme den mit auf Urlaub, auf Seminaren, ich stecke den ins Hotelzimmer, ich habe den privat installiert und natürlich in der Praxis. Ja. Als du ihn installiert hattest, wie waren dann Reaktionen? Konntest du bei deinen Patienten Veränderungen beobachten? Wie war es bei dir mit den Dingen wie Schlafen, Konzentration, Wohlfühlgefühl? Was hat sich da getan, was du spüren konntest, wo du nachprüfen kannst, da hat sich irgendwas verändert? Genau. Vielleicht darf ich da auch nochmal aus meinem Praxisalltag erzählen. Ich sage jetzt mal für den Anton und für mich ist es ja da tagtäglich möglich, mittels dieser Radionenanlage die positiven Veränderungen zu messen. Man kann sie ja auch, sage ich mal, ganz einfach mit einem kinesiologischen Muskeltest messen. Mhm. Jetzt haben diese Möglichkeit die meisten Menschen natürlich nicht. Aber ich sage jetzt mal, aus der Erfahrung heraus kann man sagen, es gibt sensiblere oder feinfühligere Menschen in der Hinsicht oder genauso viele, die diese Sensibilität eben nicht haben. Aber selbst die spüren ein bisschen was auf ihre Weise. Und wenn ich da gerade ein bisschen was erzählen darf, gerade unlängst hatte ich nämlich so einen Fall in der Praxis, der hat sich einen Cosmic Transformer bestellt, hat den nach 2 Tagen wieder zurückgeschickt mit der Aussage, er hätte nichts gespürt. Und ja, nach 2 Tagen. Aber, bitte? Nach 2 Tagen ist schon auch gut, ja. Ja, er hat nichts gespürt. Aber Fakt ist nämlich, er hat ihn nach 2 Tagen wieder bestellt. Weil er hat sein Schlafverhalten, er hat gesagt, er hat gespürt, dass sich sein Schlafverhalten verändert hat. Das heißt, sein Einschlaf, sein Durchschlaf und seine, vor allem die Tiefschlafphase hat sich gravierend verbessert. Mhm. Er war richtig ausgeruht. Und das wurde ihm aber erst bewusst, als er den Transformer nicht mehr hatte. Er hatte quasi diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ja, das ist gut. Vielleicht ist es auch für die Zuschauer, man ist ja immer so ein bisschen im Zweifeln, weil Schwingungen, Frequenzen, das ist für uns alles relativ neu. Da haben wir uns Jahre drum nicht gekümmert. Aber ich sage auch immer, probieren Sie es aus, stecken Sie rein mal 3-4 Tage und dann ziehen Sie einfach mal 3-4 Tage raus und spüren, was passiert. Genau. Und dann merkt man das sehr schnell. Genau, um das geht's.
Ja, erzählen kann man viel, aber einfach testen. Fertig. Ja. Du sagst, du nimmst ihn mittlerweile überall hin mit. Hast du auch diesen Car-Tuner von der Car-Transformer? Hast du das auch im Betrieb? Selbstverständlich. Also ich bin komplett ausgestattet, vom Medaillon bis zum Car-Tuner bis logisch. Gell? Ist auch wichtig, weil gerade beim Auto wissen wir selber diesen sogenannten der faradayische Käfig, der was uns da diese Energie eigentlich abzapft nach oben und nach unten. Und der Car-Tuner hebt diesen Käfig eigentlich auf. Das heißt, es gibt im Auto, gerade die Vertreter, was da lange im Auto stundenweise unterwegs sind, spüren auch diese Ermüdung dann mit, zum Beispiel. Ist auch interessant, ich habe ihn ja zum Testen, bekomme ich vom Anton und anderer, die bei uns Systeme vorstellen, immer 90 Tage kriegen wir das zum Testen. Dann geben wir das entweder an Drittpersonen, die überhaupt nicht wissen, um was es geht, und sagen, du tu das mal rein. Und in 2 Wochen würde ich gerne mit dir sprechen, ob du irgendwas spürst. Es ist so, die Menschen merken sofort, dass was anders ist. Es ist immer schwer, in Worte zu fassen. Wenn ich sage, ja, ich fühle mich plötzlich wohler. Was soll das heißen? Ja. Weißt? Es gibt Leute, wenn die im Lotto gewinnen, fühlen sich auch plötzlich wohl. Deswegen geht es ihnen körperlich trotzdem nicht besser, sondern sie touchieren das einfach dann mit irgendwelchen materiellen Dingen oder mit dem Geld. Wenn du jetzt so zusammenfasst, wie lange hast du das System jetzt bei dir und in deinem Umfeld? Wie gesagt, der Kontakt mit Anton, wir haben jetzt gerade einmal drüber gesprochen, der wird jetzt fast an die 15 Jahre sein. Und ich war mit dem Anfang von der Zeit vom Cosmic Transformer war ich dabei. Also den ersten Prototypen habe ich damals schon in die Praxis gesteckt. Den kann man natürlich heute nicht mehr vergleichen mit dem heutigen. Da hat sich gravierend noch was verbessert und verändert. Aber ich habe ihn seit Anbeginn eigentlich, seit der Anton den entwickelt hat, habe ich den in meiner Praxis. Also bist du quasi ein Langzeittester in dieser Systematik und kannst auch somit ganz gut drüber reflektieren, was hat sich verändert und wie. Haben Patienten von dir sich auch entschieden für das System? Ja, sehr wohl und sehr viele. Wir haben da bei uns in Tirol schon ein fast flächendeckendes Netz aufgebaut, was glaube ich auch wichtig ist, weil wir dann dadurch natürlich auch noch einmal einen ganzen Energieschwung da mitnehmen. Da muss ich noch ganz schnell was erzählen von einer anderen Patientin, das war nämlich auch witzig, war nämlich auch gerade letzte Woche. Sie hat auch gesagt, sie hat jetzt nicht bewusst was verspürt, aber die Nachbarin hat sie darauf angesprochen, ob sie nicht beim Friseur war oder was an ihr gemacht hätte, weil sie so verändert ausschaut. Ja, warum passiert das? Weil sie verändert ihr ganzes Aussehen, ihr Antlitz verändert sich. Der Blick wird klarer, die Augen werden größer mitunter. Und das ist das, was die anderen Leute dann an der Person wahrnehmen. Das ist ja auch interessant, ja? Wenn andere natürlich das plötzlich merken und spüren, sagen, hey, was ist mit dir los? Du bist plötzlich da ganz anders oder das ist ganz anders. Dann merkt man es selbst, sage ich auch, Veränderungen im Gesicht. Man sieht sich jeden Tag selbst im Spiegel. Du selbst kriegst das nicht mit. Andere, die dich natürlich vielleicht einen Monat oder mehr nicht gesehen haben, merken das. Genau. Meine letzte Frage wäre noch, Martin, wenn jemand zu dir kommt, der so eine Thematik hat, kannst du das System empfehlen? Würdest du das anderen Menschen auch anraten, das zu tun, um, wie gesagt, sich da ein bisschen gegen dieses ganze Gewitter von elektromagnetischen Schwingungsfeldern zu schützen, aufzubauen? Unbedingt. Also aus therapeutischer Sicht möchte ich dazu sagen, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass eigentlich jede Therapiestation, jeder Arzt, jedes Krankenhaus muss eigentlich so einen Transformer sich installieren. Warum? Weil sich die ganze Ausgangsposition für eine Behandlung oder für eine Operation ja gravierend verändert und vor allem auch die Nachhaltigkeit einer Behandlung. Und dann ist es ja natürlich ein Muss, dass ich mir zu Hause auch installiere, weil da verbringe ich ja die meiste Zeit. Ich bin ja die meiste Zeit im Prinzip zu Hause, oder wenn ich nur die Schlafdauer mir vorstelle, da will ich dann schon auch eine, sage ich mal, eine sogenannte heilende Oase haben. Also dann ist es klar, dass für jede Privatperson ist das ein Muss, so an sich zu installieren. Ich kann nur noch Danke sagen, Martin, für deine Informationen und deine Überprüfung, die du gemacht hast mit der Systematik, dass du das bei deinen Patienten anschaust, wie verändern die sich, wenn sie das System haben. Und natürlich, wie gesagt, 12 Jahre Nutzung, da kann man schon eine Aussage machen. Ganz herzlichen Dank nach Österreich, alles, alles Gute weiterhin und viel Erfolg in der Praxis. Bitte gerne, vielen Dank. Tschüss. Liebe Zuschauer, danke, tschüss.
Das war unser zweites Interview. Was will ich mit den Dingen immer zeigen? Ich will Ihnen zeigen, dass Menschen, die das nutzen, natürlich auch ein Ergebnis dadurch haben, weil das wäre ja Perlen vor die Säue, wenn man sich alle möglichen Dinge da zulegt, die irgendeine Information haben, aber mit der Wirkung es dann ein Problem gibt. Deswegen der Test, den wir selbst machen und mit Menschen sprechen, die das System seit längerem benutzen.